und meine Freunde drei Maß Bier, orderte ich an der Bar bei dir. Wir haben uns zwar noch nicht gekannt, aber ich fand dich echt charmant. Ein bisschen Smalltalk, ein bisschen Flirten, Dinge, die mich echt selten störten. Plötzlich warst du mir zu nah und forderst einen Kuss in Bar. Du hielst mich fest, mein Stock war nicht genug. Aus meiner Angst wurde riesengroße Wut. Ich stieß dich von mir weg, du hast wohl eins noch nicht gecheckt. Wenn ich sage Stopp, Stopp, mein ich Stopp. Und wenn ich sage Nein, Nein, heißt das Nein. Da brauchst du mir nicht erklären, dass ich eigentlich ja damit mein Nein. Wenn ich sage Stopp, Stopp, mein ich Stopp. Und wenn ich sage Nein, Nein, dann lass es bleiben. Ich kann das sehr gut für mich entscheiden. Die Bar ist still und alle staunen. Die Spannung schwingt sich durch den Raum. Ich hab mich nicht für dich schön gemacht. Hast du das im März gedacht? Es ist nicht alles für Männer, was ich mach. Die Röte steigt durch deine Wangen. Du schweigst verloren und befangen. Ich lass dich stehen und geh zurück. Doch du hältst mit mir Schritt. Hey Süße, chill und komm endlich mal klar. Dein Ausschnitt sagte für dich doch schon ja. Hör mir zu, ich bin dein letztes Mal geduldig. Ich bin dir rein gar nichts schuldig. Und wenn ich sage Stopp, Stopp, mein ich Stopp. Und wenn ich sage Nein, Nein, heißt das Nein. Da brauchst du mir nicht erklären, eigentlich ja damit mein Nein. Wenn ich sage Stopp, Stopp, mein ich Stopp. Und wenn ich sage Nein, Nein, dann lass es bleiben. Ich kann das sehr gut für mich entscheiden. Meine Kleidung ist keine Einladung. Ich bestehe auf mein Recht auf Verweigerung. Meine Kleidung keine Entschuldigung für das Verhalten von irgendeinem Jungen. Meine Kleidung ist keine Einladung. Ich bestehe auf mein Recht auf Verweigerung. Meine Kleidung keine Entschuldigung für das Verhalten von irgendeinem Jungen. Meine Kleidung.